Herzlich willkommen zu Spitzentitel, der Büchershow auf spiegel.de. Mein Name ist Volker Weidermann, sein Name ist Jan Böhmermann. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, guten Morgen. Außerdem heute in der Sendung Elke Heidenreichs Spitzentitel der Woche und die Bestseller der nächsten Woche. Aber zuerst zu Ihnen. 2,2 Millionen Follower, das Buch von 0 auf 1 in die Bestsellerliste geschossen. Trotzdem am Anfang 4, 5 kurze Kennenlernfragen für die 3 Follower, die Sie noch nicht haben. Ihr liebster Follower? Mein liebster, der mir folgt? Ja, erstmal der ihr folgt und dann Ihr Wunsch-Follower können Sie auch nennen. Kein Überblick über meine Follower tatsächlich. Und ich, bei dem ich folge, Spiegel, der Spiegel Online. Gute. Immer gute Nachrichten und immer aktuell und meistens journalistisch top. Geht gut los. Mit welchem Follower würden Sie am liebsten grillen? Menschen, denen ich folge oder Menschen, die mir folgen? Denen ich folge. Am allerliebsten würde ich wahrscheinlich grillen mit Heiko Maas. Irgendwo auf so einem Schnellboot zusammen mit so ein paar muskelbepackten BKA-Personenschützern auf dem Weg zu einer wichtigen Mission. Und wir haben beide große Sonnenbrillen auf und so ein Gasgrill auf dem Schnellboot vorne drauf. Und dabei immer ein Fotograf, der um uns rumläuft und Fotos und Videos macht für Instagram. Ist gut. Und nicht, weil der so mager ist und den so ein bisschen aufzugrillen? Nein. Okay. Welcher Account, dem Sie folgen, ist Ihr der peinlichste? Will They Suspend Me? Ein Spiegel-Account, also nicht Spiegel, sondern der spiegelt Tweets von Donald Trump. Ich bin ihm irgendwann entfolgt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und es gibt jetzt einen Experimental-Account, der immer die Tweets von Donald Trump selber tweetet, um herauszufinden, ob Twitter diesen Account sperrt, statt den des amerikanischen Präsidenten. Also als Kontrolle. Und das ist, finde ich, unangenehm, weil man kriegt den Content von Donald Trump quasi einmal um die Ecke gedacht, aber man kriegt ihn ja trotzdem in die Timeline und ärgert sich jedes Mal. Das Schönste an Bremen-Wegesack? Das ist Fegesack heißt tatsächlich, also da wird nichts vornehm, stumm ausgesprochen, das heißt Fegesack. Und das Schönste ist, ist die Nähe zum Wasser und die sehr einfachen, freundlichen Menschen, zu denen auch ich gehöre. Das Schlimmste an Köln? Köln hat überhaupt nichts Schlimmes. Köln ist das gewucherte Bremen-Fegesack. Es ist nur größer, die Infrastruktur ist top, die Kommunalpolitik ist eingespielt seit vielen Jahrzehnten und man hat das Gefühl, in der richtigen Stadt zu sein, nicht in so einem großen Projekt wie hier in Berlin. Und jetzt haben Sie, ja, ich weiß gar nicht, ob es böse Leute sagen, nee, alle sagen, Sie haben Twitter einfach ausgedruckt beziehungsweise und kuratiert natürlich. Und das ist jetzt erschienen, um das zu lesen. Ich habe hier extra das hier farbig markiert, um Ihnen auch zu beweisen, dass ich habe es echt super gelesen. Ja, Sie haben nur das Jahr 2017 ausgelassen, wie Sie mir gerade verraten. Sie wollen jetzt, dass die Vorgesprächgeheimnisse hier einfach offenlegen. Machen genau, Sie das nicht gleich auch im Gespräch, dass Sie Gespräche, die ich Ihnen gerade im Fahrstuhl verraten habe, auch ins öffentliche Gespräch reinholen? Ja. War das im Fahrstuhl? Dass Sie es überhaupt gelesen haben, ganz durchgelesen haben und nicht erstmal haben liegen lassen, um zu gucken, was es überhaupt mit Ihnen macht, das Buch daneben sich zu haben, das ist, ehrt sich schon sehr. Also und das ist toll. Es ist tatsächlich ein, nicht nur politisches Tagebuch, sondern man kann eben genau auch diese unglaublich aufgeregten Diskurse der Jahre oder langsam die Steigerung der Aufgeregtheit zum Beispiel kann man hier nachlesen. Aber ein bisschen damit die Menschen, die Sie vielleicht aus Twitter nicht kennen oder so wie ich überhaupt, die Dinge bekommen erst eine Wirklichkeit und Wichtigkeit, wenn sie gebunden sind. Da können sie, für die können Sie jetzt was aber vorlesen. Aber sagen Sie mal ganz ehrlich, stimmt das? Ist diese Annahme richtig? Weil einer der Gründe, warum ich das gemacht habe und den Verlag auch wirklich jahrelang überredet habe, das zu machen, ist, dass ich glaube, dass tatsächlich Dinge erst eine Wirklichkeit bekommen, wenn sie haptisch, wenn sie hier in der Hand liegen und man erst dann anfängt, sich damit ernsthaft zu beschäftigen. Ne? Also man kann, weil die Idee, das zu machen, das ist ja nicht nur, ich drücke nicht das Internet aus oder will irgendwie jetzt glaube, dass das irgendwie große Literatur ist, sondern es ist eher die Erkenntnis, dass ich da jahrelang irgendwas rausgepustet habe, was einfach so verschwunden ist im Fluss und einmal so wegschwamm. Und irgendwann habe ich angefangen, mir das wieder vorzuhalten und zu gucken, okay, ich glaube, um das angemessen beurteilen zu können, was da eigentlich mit mir passiert, ist natürlich sehr subjektiv, aber auch was mit der Welt um mich herum passiert ist, muss man das in eine anfassbare Form bringen. Und ich glaube, das ist,
Also war das ein Witz, dass Sie gerade... Das war überhaupt kein Witz, aber das ist natürlich etwas subjektiv, weil ich nun mal vor allem in Büchern lebe. Aber es hat, das bekommt für mich eine unglaubliche Wichtigkeit und es hat als Buch tatsächlich etwas von einem Gesellschaftsroman, was Sie am Anfang, denkt man am Anfang, etwas vollmundig so erklären. Es ist aber so, weil die wichtigen öffentlichen Player in allen in den wesentlichen gesellschaftlichen Sparten kommen vor, kommen in ihren öffentlichen Rollen vor und manchmal eben auch in den... nicht so gewollt öffentlichen Rollen. Ja. Ich lese mal ein bisschen was vor. Ich überspringe einige, aber um so einen kleinen Bogen zu schlagen, das ist vielleicht ganz, ganz schön. Es beginnt im Jahr 2015, 23. März 2015. Ich lese jetzt nicht die Daten vor, sondern immer nur die Sätze. Das Einzige, was Satire nicht darf, mit Kalaschnikows bewaffnete Redaktionen stürmen und unschuldige Menschen erschießen. 18. März. Katharina Witt ist ja irgendwie immer noch Werbebotschafterin der DDR. 31. März. Man darf den größten Schwachsinn schreiben, solange der Satz mit einem Fragezeichen endet. 1. April. Oh Gott, nicht, dass durch das fehlerhafte Bundeswehrgewehr G36 am Ende noch jemand verletzt oder gar erschossen wird. Okay. Ja. Doch, spitze. Aber ist schon lustig. Ich wundere mich teilweise selbst, ist echt lustig. Haben die eigentlich was nachher hineingeschummelt? Geschummelt nicht. Ich habe teilweise Rechtschreibfehler rausgenommen, die wirklich so in der Bahn mal eben was geschrieben, einen Gedanken und dann das, also ganz schlimm. Oder in einem Tweet, wo es um Unternehmensberatungen geht, habe ich einfach ein Wort vergessen und da macht er dann keinen Sinn mehr und solche Sachen habe ich dann korrigiert. Sie haben nichts nachgetwittert? Entschuldigung? Nichts nachgetwittert? Ins Buch sozusagen, das ist doch Nein, ich habe nur Sachen rausgenommen, es ist nichts drin, was es nicht wirklich gab. Es sind die Dinge, die drin sind, sind manchmal auch, weil der Lektor sagte, ey, du kannst das nicht alles nur in der Sprache, sondern das ein bisschen ansprechen. Wir sind Kiepenheuer und Witsch, wir sind der Böll-Verlag, also gibt es ein bisschen Mühe. Als Fernsehmoderator ist man ja diesem menschenverachtenden Lokismus alltäglich schutzlos ausgeliefert. Am 2. April 2015. Das ist übrigens jetzt auch so. Ich bin, das muss ich vielleicht mal ganz kurz sagen, ich bin nicht gepudert. Herr Weidemann ist gepudert, weil ich authentisch... Ich möchte ein bisschen gepuderter wirken als Sie, okay. Und das klappt doch. Das war im Internet im Jahr 2015 der neue Debattenstoff Lokismus auftauchte, also die Kritik daran, dass man Menschen nach ihrem Äußeren beurteilt und dass das nicht so gut sei. Lokismus ist also echt noch ein neues Ding. Lokismus ist also echt so ein neues Ding. Was Internet nicht schlecht, muss man auch erstmal drauf kommen. 2. April. Wenn ich Menschen nicht mehr nach ihrem Äußeren beurteilen oder verurteilen darf, wonach denn dann? Ist es schade, dass man bei Twitter nicht lauter werden kann? Oder? Ja, das Medium zwingt einen dazu, dass man die Sprache verändert. Also im Laufe der Jahre hat sich auch eine ganz eigene Twitter-Sprache entwickelt, um eben Lautstärke oder auch zum Beispiel das Weglassen von Satzzeichen, um zu zeigen, dass das jetzt wirklich aus dem Handgelenk geschüttelt ist. Also noch mehr aus dem Handgelenk geschüttelt, als Twitter allgemein aus dem Handgelenk geschüttelt ist. Also sprachlich auch total interessant. Und ich will jetzt nicht nerdhaft wirken, aber Sie haben ja am Anfang ging es um Charlie Hebdo, mhm. Und ich habe das Buch nicht auswendig gelernt, aber es gibt da ja auch kurz danach dann diesen einen Tweet, wo Sie mal plötzlich pathetisch, ehrlich, so werden sagen, jetzt lasst uns alle zusammenhalten, heißt es, glaube ich. Ja, das war, glaube ich, nach dem Bataclan-Ding. Ich beende mein kurzes Leseding am 25. April mit, ich kann das verkackte Wort Satire nicht mehr hören. Bitte hören Sie auf, es ständig zu benutzen. Am 25. April 2015. Ein Appell, der bis heute gilt und Punkt. Sie haben das gar nicht eingeführt in die Debatte, das Wort. Satire? Mhm. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich nicht. Das ist ja mein Job. Da habe ich kein Interesse daran, dass jeder jetzt denkt, er kann das. Das ist genauso wie wenn man ganz toll darin ist, Sauerteigbrot zu backen und das jetzt in der Corona-Zeit perfektioniert hat, sich dann irgendwann selbst für einen Bäcker hält. Das ist aber nicht so. Fragen Sie mal die guten Bäcker, die mit Berufsehre. Das ist nicht so. Nicht jeder, der sich einen Sauerteig ansetzt, ist ein Bäcker. Auch wenn das toll aussieht bei Instagram. Bäcker sind Bäcker, die machen das als Job. So. Und wer entscheidet? Also beim Bäcker die Kunden, beim Satiriker auch? Die Kunden. Mhm. Die Kunden, natürlich. Die Kunden, die Kundschaft, natürlich. Okay. Trotzdem noch einmal zurück zu Charlie Hebdo und den Momenten, wo Sie, oder Sie sind Jan Böhmermann in Anführungsstrichen auf Twitter meistens, also als Kunstfigur oder nicht, aber manchmal, oder? Das Konzept Kunstfigur ist zu Ende. Das ist nicht durchzuhalten und das alles ist da drin, was da drin ist, ist keine Kunstfigur, sondern immer nur eine, ja, es ist manchmal so eine Mischung aus auf der Bühne stehen und etwas spielen, aber da muss man immer im Hintergrund, glaube ich, mitdenken, dass derjenige, der auf der Bühne steht und spielt, in diesem Fall auf dem Twitter-Account ja immer man selber, auch derjenige ist, der das Stück schreibt. Entsprechend ist man Darsteller von sich selbst, aber keine Kunstfigur, weil Kunstfigur impliziert ja, dass man
komplett künstlich ist, also von sich selbst getrennt, neben sich steht. Und das ist nicht so. Und das ist genauso eine schlechte Entschuldigung wie Satire. Dass man hinter allem sagt, hinter jeder Beleidigung und am Ende hinter jedem Messerstich gegen jemanden, der einem nicht passt, das ist Satire. Ne? Das ist das Extrem. Und die Kunstfigur, genau wie Cancel Culture, muss beerdigt werden. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Reicht. Sagen Sie nochmal genauer, Cancel Culture muss beerdigt werden, heißt was? Das Wort muss beerdigt werden oder die Empfindlichkeit muss beerdigt werden? Dieses Debattenbeendungskonzept, Cancel Culture, ne? also dass quasi missliebige Debatten diskreditiert werden mit so einer Überschrift. Das ist genauso wie zu sagen, auch Tweet von vor 2 Tagen, wer dumme Meinungen nicht beklatscht, begeht Meinungsmord. Ne, also genauso oder das Wort Pogrom aus der Kiste zu holen, weil Leute die Inhalte, die ich als Kabarettist auf der Bühne präsentiere, nicht geil finden. Im Extrem muss man dann nicht sagen, jemand, der so angreifbar ist oder so empfindlich ist in Bezug auf seine eigene Kunst, dem muss man jetzt nicht die Bühne verbieten, aber man muss schon ganz klar sagen, komm mal ein bisschen runter und entspann dich mal, weil am Ende ist es halt auch bloß Comedy. Mhm. Und genau, mit Pogrom, das ist jetzt diese neueste Äußerung von Dieter Nuhr, oder wie heißt es, glaube ich, die Schwester der Pogrom, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber wie ist das denn insgesamt passiert, dass diese unglaublich drastischen Wörter einfach jetzt ständig sich um die Ohren gehauen werden? Und ist Twitter daran schuld? Nicht schuld, aber ist sozusagen Teil dieses immer lauter Redens. Auch vernünftige Leute wie Navid Kermani sprechen jetzt vom Bürgerkrieg, im Zusammenhang mit Bürgerkrieg, nur weil Leute nicht mit anderen auftreten wollen. Wie ist das passiert? Sprich, ist schon Bürgerkrieg, wenn Leute nicht mit anderen auftreten wollen? Also ich komme ja aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich habe angefangen bei Radio Bremen unter so einem ganz klassischen, der brummelige Intendant, den man morgens besser grüßte. Und wenn man da mal irgendwie einen schiefen Satz gesagt hat, dann saß man im Intendantenbüro und wurde abgekanzelt. Und wenn man Pech hatte, wurde man gecancelt, schon vor 20 Jahren. Und das wird auch weiter so sein. Und man muss sich immer, wenn man sich auf eine Bühne stellt, klar darüber sein, dass man das, was man erzählt, das ist nie vollendete Wahrheit. Und man darf da auch nicht, glaube ich, so streng mit sich selber sein und denken, dass man da die Großartigkeit für sich gepachtet hat. Sondern das ist immer im Fluss und man scheitert auch regelmäßig und man ist immer auch fehlbar und schrecklich, wenn irgendwie so autoritäre Kunst auf einmal passiert. Also der Künstler, der auf der Bühne steht und denkt, alles, was ich hier sage, wird bitte beklatscht, ansonsten bekommt ihr ein Problem da unten und nicht ich. Und das geht nicht. Das ist wirklich Rückkehr. Du kannst nicht politische Kultur, eine Verbesserung der politischen Kultur einfordern und den Rückwärtsgang ignorieren, den es gibt, in allem immer geben muss. Das geht nicht immer nur nach vorne, es geht auch zurück. Wie haben Sie das erlebt? Oder hier im Buch, beim Lesen des Buches, habe ich den Eindruck, es kippt der Ton nach dem Erdogan-Gedicht, nach der Zeit, der Staatsaffäre, die Sie dadurch geradezu ausgelöst haben und danach. Werden Sie auch gereizter, habe ich den Eindruck, oder wird es lauter, empfindlicher natürlich auch durch das, was Sie erlebt haben oder was über Sie hereingebrochen ist? Haben Sie das auch so erlebt, dass sich da bei Ihnen was erlebt hat, aber geändert hat, aber auch gesellschaftlich? Ja, genau. Und dazu kommt, das Interessante an diesem Material ist ja, dass das nicht einfach ein Tagebuch ist, was man so für sich selbst schreibt, sondern dass es ja immer auch sofort wirkt. Ne? Und wenn das Forum, in dem das wirkt, immer größer wird, kommen auch so Komponenten mit dazu, dass man sich natürlich auch der Verantwortung bewusst wird, die man da hat. Also ich kann jetzt nicht mehr schreiben, wie vor 20 Jahren ich für die Schülerzeitung geschrieben habe oder vor 10 Jahren, als das Buch anfing und ich angefangen habe zu twittern. Das geht nicht mehr. Also es ist nicht mehr das kleine Schnellboot, wo man da mal irgendwie eine Beleidigung raushauen kann und das ist dann easy, sondern das ist heute, hat das eine Schwere, weil das einfach ein riesiges Forum hat. Und das Wenn du dieses Wachstum und diese neue Verantwortung im Werden miterlebst und nicht quasi zum Spiegel kommst und weißt, jetzt bist du beim großen Blatt und du hast auf einmal Verantwortung und ein riesiges Forum, sondern wenn das mit dir wächst, ist das manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, was ist jetzt noch
persönlicher Impuls, den man raushauen kann, und was fällt dir schon in den Bereich Vorsicht, publizistische Verantwortung? Und das sieht man oft in dem Buch, haue ich total oft daneben, das passiert mir immer noch regelmäßig, also dass ich wirklich, weil das eben so ein unmittelbares Medium ist und man das Forum vergisst, was man hat, dass du dich wirklich, wenn dir der Kragen platzt, platzt der wirklich laut hörbar. Und da muss man dann irgendwann sagen, okay, wie gehe ich damit um? Dann muss ich muss die Kategorie der Entschuldigung einführen und ich muss die Kategorie einführen des Rückzugs und auch der Fehlbarkeit. Okay. Das ist kein Konzept mehr, dass du, wenn du so ein Ding fährst, dass du sagst, alles, was in meinem großen Kopf kommt, ist unglaublich toll. Und das ist dann in der Regel nicht von vornherein schon eingeplante Strategie? Jetzt Horst Seehofer war jetzt der aktuelle Fall. Nein, mit der Beleidigung, kann man sagen. Und dann, wie viel später haben Sie das dann wieder gelöscht? 3 Stunden oder sowas. Das ist wirklich, wenn du mit politischer Ignoranz in diesem Ausmaß konfrontiert wirst und die dich persönlich so betrifft und das Umfeld so betrifft, wenn das auch so verbunden ist mit der Biografie, dass du Polizisten begegnest, die dir unsicher in die Augen gucken und den Blick meiden, weil sie wissen, sie sollen dich beschützen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen sie aber auch, dass du denkst, dass sie Verbrecher sind, ist das was mich total wütend macht, so richtig ehrlich wütend macht und wo ich dann einfach, wenn die persönliche Komponente, die man jetzt nicht öffentlich ausbreiten muss, dazu kommt, ist das einfach, dann platzt mir der Kragen und das passiert nicht so oft, ich bin eigentlich ein Norddeutscher, aber wenn, dann kommt halt auch der Fegesacker Bahnhof durch und dann und dann muss man sagen, ja, das tut mir leid, aber so ist es dann. Es ist blöd und das macht man nicht, aber es ist nicht zu entschuldigen, man sollte es dann aber trotzdem machen. Und genau, zu weit wollen wir die persönliche Komponente nicht ausbreiten, aber trotzdem, wie war das für Sie zu erfahren, dass von Polizeicomputern tatsächlich Ihre Adresse an Rechtsextreme Also diese Komponente sollten wir öffentlich nicht allein wegen laufender Ermittlungen. Also ich bin also aufgewachsen in der Polizei. Family im weitesten Sinne, zweite Hälfte, und bin ein Riesenfan der deutschen Polizei. Und laufende Ermittlungen sollte man nicht kommentieren. Machen wir nicht, aber wir reden gleich weiter, weil jetzt kommt erst Elke Heidenreich mit dem Spitzentitel. Endlich! Kennen Sie die noch? Ich habe noch Ihre alten Platten. Patti Smith. Rock'n'Roll-Idol der 70er Jahre. Sie hat dann ihre Karriere jahrzehntelang unterbrochen, um mit ihrem Mann, dem Gitarristen Fred Sonic Smith, ihre 2 Kinder großzuziehen. Inzwischen ist ihr Mann gestorben. Die Kinder sind erwachsen. Und jetzt tritt Patti wieder auf und singt. Sie ist jetzt 70. Jetzt sieht sie ungefähr so aus. Immer noch schön. Da mag man doch 70 werden. Sie ist schon leicht drüber. Und sie schreibt Bücher an ihrem Leben entlang, kleine, schmale Erinnerungsbücher. Das erste war eins über ihre Zeit mit dem Fotografen Robert Mapplethorpe, damals in New York, das heißt Just Kids. Dann hat sie M-Train, eins über ihr Leben mit ihrem Mann, dem Gitarristen, geschrieben. Und jetzt ein Buch, bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, Im Jahr des Affen. Das Jahr des Affen nach dem chinesischen Horoskop war das Jahr 2016, das Jahr, in dem Patti Smith 70 wurde. Und sie ist losgezogen, wie immer, kleines Gepäck, Rucksack, Wäsche drin, ein paar Bücher, dicke Wanderschuhe und ist kreuz und quer durch Amerika, aber auch nach Europa geflogen, gereist, gefahren. Sie hat Freunde besucht, sie macht sich Gedanken in diesem Buch über das Alter, über Verluste. Sie besucht Sam Shepard, ihren Freund, den Schriftsteller und Schauspieler, der ja inzwischen auch gestorben ist. Sie hilft ihm bei seinen letzten Texten. Freundschaft ist für sie sehr wichtig. Und sie schreibt auf, was sie sieht unterwegs und macht sich Gedanken darüber, wie das jetzt ist, dass sie selber plötzlich alt wird. Sie fährt meistens mit Leuten, die sie irgendwie mitnehmen für ein bisschen Beteiligung, für ein paar Dollar. Und da hat sie eine wunderbare Geschichte, da trifft sie ein Paar mit einem völlig versifften Auto, aber die fahren nach San Diego, 8 Stunden Fahrt. Und die sagen, wir nehmen dich mit, aber kein einziges Wort reden. Und sie sitzt jetzt in diesem Auto und die spielen wunderbare Musik im Autoradio und mit Kassetten. Und irgendwann sagt Patti, boah, ist das eine geile Musik. Und die halten sofort an, mitten auf dem Highway, setzen sie raus und sagen, wir haben gesagt, kein Wort reden. Also so komische Sachen kommen in diesem Buch vor. Und sie schreibt viel übers Altwerden. Und da möchte ich Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Nichts kann die Zeit aufhalten oder an der Tatsache rütteln, dass ich im Jahr des Affen 70 würde. 70, nur eine Zahl, aber eine, die anzeigt, wie der zugeteilte Sand durch die Eieruhr rinnt und man selbst ist das verflixte Ei.
Während die Körner rieseln, ertappe ich mich dabei, dass ich die Toten stärker vermisse als früher. Ich stelle fest, dass ich öfter weine, wenn ich im Fernsehen Liebesszenen sehe. Einen in Ruhestand gehenden Detektiv, den man in den Rücken schießt, während er aufs Meer blickt. Oder einen müden Vater, der sein Kind aus dem Bettchen hebt. Ich merke, dass mir die Tränen in den Augen brennen, dass ich keine schnelle Läuferin mehr bin und dass mein Zeitgefühl sich beschleunigt. Schöner kann man eigentlich über das Altwerden gar nicht schreiben. Sie ist eine poetische Träumerin, aber sie ist durchaus in der Realität vernetzt. Sie nennt Donald Trump einen, ich will es genau zitieren, einen unerträglichen gelbhaarigen Hochstapler und seine Wahl eine schreckliche Seifenoper. Aber das ist auch schon das Realistischste an diesen eher verträumten Texten. Sie sagt, das Dumme an Träumen ist, dass man einfach irgendwann aufwachen muss. Patti Smith sieht die reale Welt durchaus, auch wenn sie sich immer bemüht, die Nachrichten ganz schnell wegzudrehen, wenn die im Radio kommen. Aber zu Hause ist sie einfach in der Welt der Musik, der Dichtung, der Freundschaft. Und ihr Buch ist wie ein Trostpflaster auf eine Wunde, die das Leben uns jeden Tag neu schlägt. Die Texte sind sehr poetisch, sehr verträumt, manchmal auch ein bisschen rätselhaft, aber nie sentimental, nie kitschig. Und sie sagt, mein Mann ist tot, meine Mutter ist tot, mein Bruder ist tot, meine Katze ist tot, mein Hund ist schon 1957 gestorben und immer noch tot. Und trotzdem hoffe ich immer wieder, dass irgendwas Wunderbares passiert. Vielleicht morgen. Aber so ganz groß kann die Hoffnung nicht sein, denn sie setzt ihrem Buch ein Zitat von Antonin Artaud voran. Eine tödliche Torheit kommt über die Welt. Diese tödliche Torheit, glaube ich, ist längst da. Aber mit Büchern wie diesem kann man sich ein bisschen trösten. Patti Smith schreibt auch Bücher. Lange schon natürlich, aber erstmal hat sie gesungen. Wäre doch eine schöne Frage jetzt, ob wir es auch so rum mal machen können. Könnten Sie ein paar Tweets auch singen? Ich kann sofort anfangen zu singen, aber diese Kamerasituation, da wird man dann schnell von seinem Eifer übermannt und hinterher fühlt man sich selbst gedemütigt. Deswegen würde ich jetzt nicht. Also ich kann gerne. Ohne Kamera, aber wir können, ohne Kamera wir können, kein Problem. Wir können total gerne was singen, aber ich würde jetzt nicht Tweets singen. Wir können die Nationalhymne singen, wir können irgendwas von Nupagadi singen oder. Okay. Gern, was Sie möchten. Also kurz. Why do birds suddenly appear every time you are near? Das war jetzt schlecht für den Ton, ne? Ich glaube, war super für den Ton. Ich kriege gar keine Ich habe gar keine Störzeichen. Nicht weitergesungen. Ich könnte Stunden. Wir singen wahnsinnig gerne, weil man da so Sachen aus dem System bekommt. Wie duschen. Ja, jetzt haben Sie mir meine Fragen aus dem System bekommen. Ich würde aber ganz gerne mal zum Wort Hunger kommen. Ja. Mit dem fängt das Wort an und warum fängt das Buch an? Warum mit Hunger und wieso überhaupt haben Sie mal angefangen? 2009. Genau, 2009 war ich. Knapp vor 30, ja. Mhm. Ja, genau, knapp vor 30, 28 und hatte einfach Hunger und habe damals mich großflächig versucht, in neuen sozialen Netzwerken anzumelden. StudiVZ war out und Twitter ploppte so auf. In Amerika war das gerade das Ding und Barack Obama hat da irgendwie seine Kampagne drüber gefahren, da habe ich drüber gelesen und habe mir das dann mal angeschaut, habe es überhaupt nicht verstanden am Anfang und habe dann einfach aufgeschrieben, was ich also Hunger hatte. Also, es gibt schlechtere erste Tweets, das ist wirklich mein erster Tweet und von da an habe ich dann erstmal mir die ersten Jahre das Medium erschlossen und erstmal versucht herauszufinden, wie das eigentlich funktioniert. Und das Interessante ist, das Medium hat sich in diesen Jahren auch versucht, selbst zu erschließen. Also auch Twitter wusste 2009 noch nicht, was es ist tatsächlich und ja, so die ersten Jahre in dem Buch sind tatsächlich wie so eine Art Vorspiel, bevor es dann so ab 2015 interessant wird. Und ab wann wurde es für Sie innerlich interessant? Oder ich glaube, wann verrückt war ja zum ersten Mal, wenn Hubertus Heil plötzlich mit Ihnen redet oder Peter Altmaier? Genau, also die ersten Jahre sind auch sehr viele interessante Gespräche mit Leuten drin, die damals schon in irgendwie hohen Ämtern waren oder irgendwie wichtig waren in der deutschen Gesellschaft, die dann bei Twitter das auch so ausprobiert haben mit so einem mit so einer Spielfreude und total belanglos, aber das war natürlich interessant, um herauszufinden, wie das Medium funktioniert und die Mechanismen dieses Mediums. Also, dass man als absoluter Nobody, als testosterongeladener, unseriöser Comedy-Clown
mit dem damals, ich glaube, Bundesumweltminister ins Gespräch kommen kann über dieses Medium. Ne? Und letztlich auch so, also wenn man es jetzt ganz pathetisch formulieren will, so ein bisschen so eine Einlösung von so einem von dem demokratischen Versprechen. Da berühren sich zwei, oh, schauen Sie, ich hab mich geschnitten, der moralische Zeigefinger ist leicht verletzt, noch von der Geschichte mit der Beleidigung. Da berühren sich zwei Dinge, die normalerweise nicht so miteinander zu tun haben, täglich, im echten Dialog. Aber es ist nur ein kleiner Demokratieausschnitt, ne? 5%, glaube ich, sagen Sie. Naja, aber wenn man ehrlich ist und pragmatisch, das Land wird nicht von 80 Millionen Menschen gleichzeitig administriert, sondern es sind halt schon einfach nur ein paar. Die sind hoffentlich und zum Glück immer im Austausch regelmäßig, wenn sie versagen oder irgendwann auch keinen Bock mehr haben. So ist das ja, ist alles im Fluss. Aber ich glaube schon, dass die Leute, ich glaube, Dorothee Bär hat mal gesagt, die Digitalstaatsministerin im Bundeskanzleramt, Twitter ist für Journalisten, Politiker und andere Psychopathen. Und das ist genau das. Erkennt man, so bei Dorothee Bär fällt mir das gleich ein, erkennen Sie so Twitter-Talente augenblicklich? Also Dorothee Bär war ja damals noch gar keine Sekretärin, die war Staatssekretärin, und das war aber völlig klar, oh, da ist aber ein Spaß am öffentlichen Diskurs, am Streiten, und auch, man muss ja auch können müssen. Ja, ein Kommunikationstalent. Es geht natürlich wie in allem um Kommunikation. Das nützt dir nichts, die schönsten Inhalte zu haben und programmatisch ganz weit vorne zu sein, wenn du es nicht kommunizieren kannst. Blöd ist aber auch, wenn du toll kommunizieren kannst und keine Inhalte hast. Ist auch blöd. Auch dann trifft man sich ja dort. Ne? Und dann kommen erstmal die Leute zusammen, die kommunizieren können. Und man schmeißt sich dann, was Sie vorhin sagten, warum ist die Debatte da so spitz? Man schmeißt sich dann in Schützengräben lauernd Überschriften zu, übers Niemandsland und gegenseitig an den Kopf und ist dann am Ende erstmal zumindest informiert, wie der Stand der Debatte ist. Dass das nicht der Ort ist, wo man Konsens findet, ist ja auch klar. Also da werden Sie niemals, bei Twitter werden Sie niemals sich hinsetzen können und in die Augen gucken können und ein Problem lösen. Aber Sie wissen die Standpunkte, von denen aus man aufeinander zugeht. Und seit einer ganzen Weile nutzen Sie weitlich die Twitter-Möglichkeit des Blockens. Sehr klar macht einem das im Leben außerhalb von Twitter manchmal überempfindlicher, weil man leider im Leben Blocken schwieriger ist? Nein, im Leben ist Blocken auch ganz einfach. Also zum Beispiel, wir schauen jetzt hier aus dem Gebäude des Spiegel raus, ja. Und unten ist auf der anderen Seite ist die Spree oder der Kanal. Und wenn die Spiegelleute nicht sehen wollen, dass unten Grobeck Steinbart mit seinem Boot langfährt, dann machen sie einfach die Jalousien zu und sehen dieses Medienhausboot in seiner ganzen Niedertracht da unten nicht vorbeifahren. Das ist ja auch Blocken. Ne? Und das sich abgrenzen von Leuten, deren Aufrichtigkeit man zum Beispiel anzweifelt oder deren Liebe zu Fair Play oder denen man das jetzt nicht nur unterstellen muss, sondern wo man wirklich sich fragt, ist das, jetzt wieder auf Twitter bezogen, möchte ich wirklich mit jeder Meinung konfrontiert werden? Ist wirklich jede Meinung debattierenswert? Mhm. Und ich sage nein, das ist nicht so. Und ich gehe auch nicht in den Zeitschriftenladen und habe den Anspruch, jede Zeitschrift gleich ernst zu nehmen. Und so muss man das Internet auch behandeln. Also Sie müssen Ihr eigener Redakteur sein. Und manchmal komme ich ins Netz und habe das Gefühl, da steht so wie so in so einem Zeitschriftenladen, der Zeitschriftenladenbesitzer mit einem Baseballschläger und zwingt mich als Kunden dazu, alles zu lesen. Sie haben gerade im Interview mit der Johanna Adorjan in der SZ gesagt, dass es Ihnen manchmal auch unheimlich ist, 2,2 Millionen Follower, so unkontrollierte Meinungsmacht eigentlich. Wir, Spiegel, Zeitung, FAZ, alle haben Herausgeber, Chefredakteure überhaupt noch oder wenigstens Kollegen, die sich Texte mal anschauen. Und Sie sagen da auch, erstens ist es verrückt, dass es überhaupt möglich ist und zweitens kann eigentlich nicht so bleiben. Ja. Haben Sie es ernst gemeint? Und ja, natürlich. Wie kann sich's ändern? Also ich glaube, dass es notwendig ist, dass es erstmal so ist, weil das ja Realität ist. Ne? Also das ist ja passiert und wir haben mit den Auswirkungen dieser medialen Entwicklung ja zu tun. Sie können jetzt nicht allen Leuten, die eine Meinungsmacht alleine am Handy bedienen, das Ding abdrehen, sondern Sie müssen diesem Problem begegnen. Und dazu müssen Sie aber erstmal anerkennen, dass es ein Problem ist. Die Lösung ist dann wie so oft nicht so einfach herzustellen. Das muss ja dann, wie bei allen großen Problemen, irgendeinen Mittelweg geben. Das schließt auch die sozialen Netzwerke ein und deren Verantwortung. Das schließt tatsächlich große Fragen ein, die Institutionen betrifft. Ein schönes Beispiel, was ich dann an der Stelle vielleicht mal bringen kann, wenn Sie als 10-Jähriger bei Google Sex eingeben, bekommen Sie Pornos.
Und andererseits hängt in jeder Kneipe ausgedruckt auf so einem Aluminium-Ding das Jugendschutzgesetz und das Ordnungsamt ist hinterher, dass es auch wirklich immer da hängt. Ne? Also das Versagen von Institutionen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im digitalen Raum ist auch ein Problem dabei und auch etwas, was dann da mit reinspielen muss. Das können juristische Dimensionen sein. Das kann zum Beispiel sein die Ausweitung des Presserechts auf diese Accounts. Wie wird das gehandhabt, wenn man da wie kann man da presserechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Ist das wie ist da die Rechtsprechung? Da muss dann wieder die Justiz nachziehen. Also aber im Nachhinein auf jeden Fall. Also solche natürlich im Nachhinein. Keine vorgeschaltete. Nein, das ist ja also Zensur findet natürlich weiterhin nicht statt. Alles im Rahmen der bestehenden Gesetze. Das ist ja klar. Aber die Herausforderung ist und die Idee und der Grundgedanke, glaube ich, an dem man sich gewöhnen muss, es ist Realität, dass das so ist. Und die Marschrichtung ist, das Internet muss in die Wirklichkeit und die Wirklichkeit muss ins Internet. Ist jetzt auch keine. Ist doch schon super schlau. Ja, na, es ist aber eher auch eine Frage natürlich, ja. Wie das dann aussieht. Und konkret gefragt, eben, Sie haben diese Macht und zum Beispiel eben auch gegen Gegner vorzugehen oder mündlich vorzugehen mit Tweets. Was heißt denn Gegner? Jetzt bedienen Sie sich schon so einer dieser Bürgerkriegssprache. Kontrahenten? Gegner ist schon Bürgerkriegssprache. Ja, ich finde aber das. Das ist natürlich Gegner im Meinungsstreit, kann man dann sagen. Es ist aber, wenn Sie es dann verkürzen auf Gegner, dann sind Sie auch schnell wieder beim Pogrom. Also, das ist natürlich. Es ist nur öffentliche Auseinandersetzung, erstmal. Total, aber vom Gegner ist man in keiner Weise bei Pogrom. Aber oder da haben Sie... Sie sprachen vorhin über die... Tatsächlich ist es vielleicht, aber das kam mir beim Lesen des Buches nochmal, die Fronten sind wohl ja, das ist jetzt tatsächlich ein großes Wort, Fronten, aber es ist tatsächlich klar, wer ist auf welcher Seite genau. Und wer reagiert auf welche Weise wie. Und da kommt man automatisch zum Wort Begegner. Genau, und ich glaube, um das aufzulösen, muss man sich... Also jetzt mal für meine Branche gesprochen, als unseriöser Hiopai ganz einbringen. Also du musst, um das aufzulösen, musst du Durchlässigkeit und Schwäche zulassen. Du musst zulassen, Zwischentöne zulassen. Und wenn du das selber in der Beobachtung deiner Gegner nicht zulässt, musst du zumindest selbst die Flanke aufmachen und musst sagen, Leute, ich glaube, wir sollten dieses Problem im Rückwärtsgang lösen und nicht in der Konfrontation. Sie haben vorhin auch gesagt, dass Leute sollten nicht so empfindlich sein, wenn sie mal nicht auftreten dürfen, zum Beispiel. Wir hatten kürzlich den Fall, dass ein geführtes Interview mit der FAS nicht erschienen ist. Und da waren Sie dann auch sehr beleidigt. Nee, beleidigt war ich nicht. Ich habe mich nur gefragt, warum, und habe darauf keine Antwort bekommen und fand das vor allem vor dem Hintergrund der monatelang geführten Cancel-Culture-Debatte ganz spannend, dass das auf einmal das ganz merkwürdigerweise nicht in diese Kategorie passt, wenn der Herausgeber sagt, will ich nicht, möglicherweise, ohne dass ich es weiß, gegen den Willen der Redaktion. Ich habe im Nachhinein nie mehr was davon gehört. Vielleicht habe ich auch was Falsches über Hegel gesagt. Die Hegelstellen, haben Sie die später reinge... Nein, die Hegelstellen waren von vornherein drin. Nee, es ist ein Vorgang. Also ich meine, Sie kennen das aber noch selbst in Redaktion. Es ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang. Ich kann mich daran nicht erinnern, in den letzten 20 Jahren. Ist mir einmal passiert und da habe ich die Barrikaden aufgebaut und angezündet, als mein Dienstvorgesetzter oder publizistisch Vorgesetzter gesagt hat, das nimmst du aus der Sendung, ohne mir das zu begründen. Das ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang. In Zeitung oder Zeitschrift ist es nicht so extrem ungewöhnlich, sondern es gibt Texte und die werden gelesen. Da gibt es einen verantwortlichen Herausgeber und dann kann das tatsächlich... Kann das vorfallen? Ja, das hat mit Cancel Culture aus meiner Sicht... Aber bei so einer großen, geduldigen Zeitung wie der FAZ, die nun wirklich nichts zu verlieren hat, die jede noch so abstruse menschenfeindliche Meinung zur Not unter fremden Federn abdruckt, da kann man doch nicht so persönliche Empfindlichkeiten geltend machen. Also ich finde das erstmal also publizistisch völlig unseriös, andererseits aber auch ganz lustig. Und Sie haben also das war nicht mal ein spitzes Interview, das war ja gar nichts eigentlich. Das war ein okayes Interview, war jetzt nicht... Aber... Sie haben in Topfpflanzen posiert. Die Fotos sind, die würde ich gerne sehen. Ich frage mich auch, ob... Würde ich eigentlich auch ganz gerne mal sehen. Ja, war jetzt nicht spektakulär. Ich bin in Privatklamotten und stand ich in der Topfpflanze bei Kiwi. Dann nimmt man sich Zeit und ich würde mich auch ärgern, wenn das jetzt heute nicht in voller Länge in seiner ganzen Bräsigkeit ausgestrahlt würde. Und glänzt dann auch gern und mein Pflaster am Finger, das muss man doch dann zeigen. Wenn man das macht, dann macht man das.
und nicht. Das sollte man, also man, ich finde das bemerkenswert und habe mich auch ein kleines bisschen natürlich amüsiert darüber, dass das. Und wurde aber doch relativ breit gelesen und rezipiert, möchte ich mal sagen. In dem ist dann, ja, aber auch so ein bisschen, das Letzte ist es die Parodie auf die Cancel Culture. Je größer du jammerst, also ich mit so einem abgesägten FAS-Interview könnte man eine solide Kabarettkarriere in Deutschland starten, darauf aufbauend. Das steht auf jedem Plakat, der Mann, der mal ein FAZ-Interview abgesagt bekommen hat. Und ich tingle wirklich die nächsten 30 Jahre durch die Bürgerhäuser der Republik. Toll, viel Spaß. Ja. Wir tingeln jetzt erstmal. Sie haben Twitter nicht erfunden. Ich weiß gar nicht, wer Twitter eigentlich erfunden hat. Jack Dorsey ist der Chef und quasi der Mark Zuckerberg von Twitter. Ist tatsächlich ein progressiver Silicon Valley Guy, der schon die Probleme sieht, aber auch nicht aus seiner Haut heraus kann. Und natürlich ist die Company public und es muss halt Cash gemaked werden und so. Auch der ist jemand, ganz spannende Figur, weil der anders als Mark Zuckerberg wirklich, ich behaupte, ein Intellektueller ist, der die Probleme sieht und auch selbstkritisch ist. Der reguliert mit seinem Netzwerk jetzt den US-Präsidenten, was ja wirklich das erfordert viel Mut und setzt Bereitschaft zur Konfrontation voraus. Finde ich total spannenden Typen. Und wir gehen jetzt trotzdem noch ein paar Schritte zurück, nämlich den Vorgängern der Twitter-Culture, der Twitteratur und machen einen Quiz. Habe ich ja schon ein bisschen in meinem mickrigen Twitter-Account habe ich es ein bisschen angedroht. Und es geht unter anderem um Georg Christoph Lichtenberg und dessen Sudelbücher und einige andere. Und es gibt 10 Tweets, 10 Möglichkeiten und Sie sagen, von wem es ist. Okay. Und wenn Sie mehr als 5, gibt auch was zu gewinnen, wenn Sie mehr als 5 richtig raten, da sind Sie, dann bekommen Sie, wir gehen danach in meine Büchersammlung, meine Bibliothek, können Sie 3 Bücher auswählen, bei mindestens 5, unter 5, 2, bei einem. Ich muss richtig 1. zuordnen. Das ist eine ganz fantastische Idee. Vor allem bin ich froh, dass Sie wirklich nicht nur aus Ihrem Fachbereich Leute dazugeholt haben, sondern auch aus meinem Fachbereich. Ich bin gespannt. Fast 50-50. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wer Ihr Fachbereich ist. Ja, die Fachbereiche Peter sind Hanke ist im weitesten Sinne unser beider Fachbereich. Ich komme von Homer. Sie haben Peter Hanke. Ja. Gut, nein, um Himmels Willen, da habe ich ja Sie zitiert. Also. Das haben Sie ja hier in Ihr Buch einfach umgekennzeichnet. Das habe ich nicht, das habe ich ihn zitiert. Ich weiß, aber ohne es als Zitat wer von uns kann so unseriöses Twitter. Wer von uns kann jetzt das Leistungsschutzrecht reklamieren? Wer kriegt jetzt die Kohle von Google für den Satz? Der Sache müssen wir nachgehen. Mir ist nur aufgefallen, dass Sie hier Handke zitieren, ohne auch nur zu schreiben, dass es Handke zitiert ist. Da müssen wieder Horden von Literaturwissenschaftlern und kommen und das herausfiltrieren. Und Rechtsanwälte? Das fällt mir aber ein. Und es gibt ja einen unglaublich intensiven Fußnotenapparat, der aber jetzt nicht, damit hatten Sie aber richtig schön nichts zu tun. Das war die Hauptaufgabe. Also es gab 2 große Aufgaben. Haben Sie gemacht? Sie haben Fußnoten geschrieben? Was glauben Sie? Gibt es bei Ihnen, Sie sind doch aus der Literaturbranche, gibt es da Leute, die das für einen machen? Weil das hat mir das der Verlag nicht gesagt. Fußnoten? Doch, kann man. Also ernsthaft? Zumindest Fußnotenhilfe. Weil ich habe für die Kohle, die ich dafür bekommen habe, vom Verlag alles machen müssen. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt da quasi Jobs, die das offensichtlich dann machen für einen, da muss ich nochmal mit dem Verlag sprechen, weil das ist ja dann auch geldwerte Leistung, die mir entgangen ist. Das stimmt, aber ich schreibe mal ohne Fußnoten. Der weiß es ganz genau nicht. Aber jetzt kommt, Moment, Sie kriegen natürlich die Karte, Sie können es ablesen. Das war gemein, ich schreibe immer ohne Fußnoten, deswegen ist wichtig. Was war jetzt gemeint? Gegen Sie? Oder? Lassen Sie Ihre Gäste hier sitzen, glänzend vor Schweiß. Moderator, mit Fußnoten. Allein Moderator. Mit Fußnoten gelassen. Ja. Wir machen was. Ich glaube, Sie lesen die einfach vor. Okay. Und hier die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen schon, wer so da ist, was für Frisuren wir haben. Und Sie lesen laut und sagen, wer es ist. Genau, schauen Sie doch erstmal in Ruhe. Ja, es wurde hier sind die Bücher sozusagen von den Alten sind hier. Ich sage es auch nochmal kurz. Es ist Elias Canetti. Dabei, der die Blendung geschrieben hat, E.M. Cioran, vom Nachteil geboren zu sein, schon mal ein guter Titel. Ihr Freund Peter Handke, wie gesagt, den Sie zitieren. Mhm. Und Nietzsche, der Hammer. Also es wurde plötzlich so dunkel, als ob die Welt beleidigt sei. Ich würde auf Canetti tippen. Nicht richtig. Nicht richtig? Nee. Wie viele Versuche habe ich? Nee, keinen mehr. Ach so, okay. Wer ist es denn? Es war? Peter Handke. Es war Peter Handke. Ah, okay. Ja. Noch nie den Begriff Handpuppe außerhalb der Nazi- oder Marionettentheaterbranche begegnet.
noch nie den Begriff Handpuppe, ist Sascha Stanisic. Super. Ja, ganz klar. Stimmt, Ihren Bereich müssen die natürlich alles perfekt erkennen. Meinen, da kriegen Sie vielleicht einen Joker. Nachts saß Beate mit nacktem Gesäß auf dem Steinboden. Öffnete und schloss ihre Schubladen. Öffnete und schloss. Spitzentweet. Jetzt, das ist jetzt die Zuordnung von sexueller Aktivität. Ich würde es Chiron sagen. Oh, das wird sie aber freuen. Wer verschwindet? Hä? Verschwindet niemand? Hat niemand was gesagt? Sibylle Berg. Ist wirklich Sibylle Berg? Was, welche, ich kenne doch alle, Beates aus Sibylle Bergs Freundeskreis. Ich weiß nicht, wüsste nicht, dass Sibylle Berg... Wahnsinnig schön öffnet. Was tun Sie vom Morgen bis zum Abend? Ich erleide mich. Ganz klar Erika Steinbach. E.M. Cioran, der rumänischstämmige französische Philosoph. Wie viele richtige? Ach, ich habe gar nicht mitgezählt. Ein richtiger bislang? Nein. Bislang ein richtiger. Bei fünf kriege ich ein Buch? Also mehr als die Hälfte? Mehr als fünf kriegen Sie drei und das sind echt super Bücher. Also ich völlig von der Rolle, aber als Adelstitel. Völlig von der Rolle, aber als Adelstitel. Völlig von der Rolle, aber als Sascha Lobo. Nee. Na? Ilona Hartmann war auch schon hier. Die hat meinen ersten Tweet, die hat hier in der Sendung meinen ersten Tweet geschrieben und 2000 Likes, davon habe ich mich noch gar nicht. Jede Sprache hat ihr eigenes Schweigen Lichtenberg. Canetti. Verdammt. Ach du Schreck, jetzt wird es aber dünn, sagen Sie mal. Aber es wird auch einfacher. Ja, das stimmt allerdings. Was? Du suchst? Du möchtest dich verzehnfachen, verhundertfachen, du suchst Anhänger, suche Nullen. Ja, dann nehme ich jetzt Nietzsche. Super! Punkt 2. Nicht wieder zurücknehmen, da bin ich aber schnell reingegrätscht. Oh, zum Glück. Oh ja, also ich nehme Nietzsche, weil es die einzigen beiden war, denen ich es zutrauen würde. Aber dann eher dann Nietzsche. Pilze, Pilze, Pilze. Im Spessart gedeihen sie prachtvoll. Der optische Star ist natürlich der Fliegenpilz, Erika Steinbach. Toll, ja, da Handke schon weg ist. Es wird einfacher zum Glück. Ich kann die fünf noch schaffen. Stimmt, wow. Jetzt muss ich nur noch Lichtenberg und Lobo richtig zuordnen. Dann kriege ich drei Bücher. Okay. Yes. Mhm. Ja, was sagt er? Der Lobo oder der Lichtenberg? Also, die Osnabrücker sind ganz gute Leute, aber sie brauchen doch auch drei Tage Zeit, um einen Windofen zu setzen. Das ist natürlich Lichtenberg. Spitze. Number 4. Der große Oberramstädter Physiker. Fünf richtige drei Bücher. Nee, der Witz ist beim letzten, es ist nicht so leicht, leider. Also, okay. Es ist tatsächlich, könnte von Lobo sein. Nee, der Tweet ist jetzt sozusagen ein Tweet, der ist entweder von Lobo oder nicht. Also nee, so leicht ist es nicht. Er ist entweder von Lobo, er könnte von Lobo sein, könnte... Die 12 wichtigsten Eigenschaften von Leuten, die glauben, dass man wirklich alles mit dümmlichen Auflistungen sagen kann. Ist ein ganz klassischer Lobo, natürlich. Crazy. Herzlichen Glückwunsch, 5 richtige. Ach. Super. Klatsch kleiner. Kleiner katscht, keiner klatscht. Bis hierhin vielen Dank. Jetzt kommen die Bestseller, leider nicht Ihre Hälfte, nicht die Sachbuchhälfte, sondern die Literatur. Natürlich. Sind aber auch gute Bestseller. Sind Spitzentitel alle und das sind sie. Das Beste, was einem Videospiel passieren kann, es verwandelt sich in ein Buch. Philipp Geisler heißt als YouTuber Standard Skill und sein Battle Royale Abenteuerbuch ist auf Platz 10 neu eingestiegen und tut mir auch leid, es heißt voll verglitscht. Sie sind immer noch allein zu Hause. Jan Weiler tröstet sie und sich selbst diese Woche mit Platz 9, die Eltern. Wir winken die Stories von Bernhard Schlink langsam aus den Top 10 heraus. Sein Buch über das Fortgehen in vielen Varianten, Abschiedsfarben, Platz 8 der Woche. Napoli steigt ab, aber nur von der 4 auf die 7. Die rätselhafte Elena Ferrante und ihr neuer Roman Das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Einsamkeit, Natur, Besinnung auf sich selbst und die Schönheit der Welt da draußen. Davon erzählt seit vielen, vielen Monaten Delia Owens in ihrem Der Gesang der Flusskrebse auf Platz 6. Und
Neu in den Top 10 und auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Manche sagen, er ist der Favorit. Thomas Hettier erzählt die Geschichte der Bundesrepublik als Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Noch nicht der Aufsteiger der Woche, aber schon eine kleine Rakete. Herzfaden klettert von 19 auf 5. Lange auf Platz 1, jetzt auf Platz 4. Das Sterben Gustav Mahlers als kleiner Roman. Der letzte Satz von Robert Seethaler. Er hat hier in der Sendung über seinen eigenen frühen Todeswunsch gesprochen. Sein Stück heißt Gott. Auf den Bühnen zu sehen, als Buch zu lesen, weiter gestiegen von Platz 8 auf die 3. Und der Mann mit dem Schlagerl, wie wir Österreicher sagen, aus der Klinik an die Spitze der Bestsellerliste und nun auf Platz 2. Hamster im hinteren Stromgebiet von Joachim Meyerhoff, runter von der 1. Das heißt, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Wer kann das sein? Fehlt doch keiner mehr. Doch, er. Abonnent auf Platz 1, der einst die Säulen der Erde schrieb. Dieses Buch jetzt ist die Vorgeschichte dazu. King's Bridge, der Morgen einer neuen Zeit. Ken Follett von 0 auf 1. Und wir sind's wieder. Hier sitzt der Mann von der anderen Seite der Bestsellerliste, Jan Böhmermann, gefolgt von niemandem, den du folgst, heißt das Buch. Und nächste Woche auf Platz 2. Tiefer Sturz von 1 auf 2. Wie konnte das passieren? Dieser verdammte Trump macht mir alles kaputt. Ach, ist Trump auf welcher Trump? Mary Trump ist auf 1 und ich bin abgerutscht auf 2, aber ich denke nach heute kann die sich kalt, warm anziehen, weil es wird wieder kalt. Ich schaue die ganze Zeit auf meine Uhr, weil meine Uhr mir gerade gesagt hat, während wir in einer kurzen Pause waren, Zeit aufzustehen. Und ist es soweit? Zeit aufzustehen und ich denke die ganze Zeit, dass es alles sein kann. Entweder ist es jetzt wegen Thrombosegefahr oder weil die Sendung langsam sich dem Ende zuneigt oder es ist eine politische Aufforderung zum Kampf. Und jedenfalls irgendwie aus dem Bett aufstehen kann es nicht heißen, weil sie ja immer um Zeit, 6 Uhr aufstehen. Zeit aufzustehen. Ja, aber was weiß ich, was sie da hier rein... das macht die Uhr. Zeit aufzustehen. Okay. So sind wir im Würgegriff der Algorithmen. Verrückt. Was heißt denn das jetzt? Ist das eine geheime Botschaft von Steve Jobs? Das Verrückte ist, sie folgen ihm nicht. Unglaublich. Steve Jobs? Jetzt hier folgen sie ihm nicht. Ich habe in echter Sprache gesprochen. Frank Schirmacher hat mich blockiert. Immer noch. Ach, wird sie für immer blockiert haben? Das ist ja schrecklich. Ich Tote, die... Ja. Für immer. Wir hatten erst in der Diskussion um den Buchtitel Frank Schirmacher hat dich blockiert. Wir sind dann aber am Ende doch auf gefolgt von niemandem, dem du folgst. Ach so, und deswegen hat Jürgen Kaube jetzt ihr Interview nicht gedruckt, um sie auch sozusagen in der Schirmacher-Nachfolge also zu blocken. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Machtkonstellation in der FAZ dürfte das Herrn Kaube überhaupt nicht interessieren. Und wäre vielleicht sogar eher ein Grund, das Interview abzudrucken, wenn das Buch so geheißen hätte. Okay, oder wir schätzen Sie das ein, Herr Wattemann? Das schätze ich. Das lasse ich ganz fein in der Luft einfach mal so herumstehen. Wo sind die gelöschten Tweets eigentlich alle? Also Sie haben sozusagen die Twitter-Tweets gelöscht für das Buch, aber hier sind ja nicht alle drin. Wo sind jetzt die gelöschten? Ich habe zur Erstellung des Buches habe ich vor 2 Jahren angefangen, die Datenbank, in der diese Tweets abgespeichert sind, zu speichern, also physisch zu speichern auf meinem Computer. Ah, sind nicht verloren. Die sind nicht verloren, nee, weil wirklich, das ist ja auch nur ein Drittel des Materials. Es ist aber viel von dem Drittel oder den anderen beiden Dritteln, die jetzt raus sind, sind so Werbetweets, also wirklich ganz Sachen, wo es dann guckt heute die Fernsehsendung oder so, was jetzt wirklich uninteressant ist für die Aufgabe, die das Buch hatte. Und die Sachen sind gelöscht, aber sind nicht komplett verloren. Was aber leider nicht mehr funktioniert, ist jetzt zum Beispiel die Gespräche, die erfolgt sind, zu rekonstruieren. Weil ich habe jeden Tweet, der hier drin ist, habe ich händisch im Internet nachgeschlagen, also bin draufgegangen und habe dann deswegen hat es auch so lange gedauert, also 2 Jahre, wirklich. Jetzt also ohne Spaß, sehr gut. Ja, naja. Im Jahr 2014, glaube ich, fordern Sie ja schon Deutschlandverleger auf Drücke, drucken Sie mal jetzt nicht als Kunstfigur. Gut. Also ich möchte schon gern einen Einblick, das ist nicht so, kann man natürlich sagen, ist trivial und interessiert mich nicht, aber so ganz so trivial ist es nicht. Auch allein technisch ist es nicht so trivial, das herzustellen. Damit es dem Anspruch des Projekts genügt, war es wichtig zu schauen, sind die Tweets noch da, zu schauen,
wer hat darunter geantwortet und diese interessanten Replies, die ich ja wirklich überhaupt, die vergisst ja noch viel mehr als die Tweets, was dann unter diesen Tweets passierte, teilweise auch Jahre nach den Tweets. Also ich habe zum Beispiel, als Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, damals bei Frank Plasberg, über Roberto Blanco sagte, er sei ein wunderbarer N-Wort, damals noch auch das N-Wort ausgeschrieben, als ich quasi noch nicht den Reproduktionsgedanken verstanden habe, den man, also dass man, indem man es reproduziert, egal in welchem Kontext, weiterhin schädigt, habe das dann damals getwittert. Und dann kam so 3, 4, 5 Jahre später, unter diesem Tweet, wo ich das N-Wort ausgeschrieben hatte, im Jahr 2015, dann auf einmal Tweets aus dem Jahr 2017, 2018, wo sich Leute aus der Zukunft über die Inhalte aus der Vergangenheit beschwert haben. Und das da reinzuholen, ist total, also das fand ich total spannend zu sehen, wie sich dann eben auch Sprache verändert hat oder Einstellung zu Sprache, also diese ganze Debatte, Pipi Langstrumpf im Nachhinein nochmal lektorieren, den Endpunkt König da rauszuholen und in den Südseekönig umzuwandeln und das dann aber auch im Digitalen zu sehen und ganz toll illustrieren zu können. Woher das kommt, ist spannend. Sorry. Sie haben es aber jetzt erstmal haben Sie es gekappt, das ist die weitere Fortschreibung in die Zukunft, denn das kann jeder selbst reinschreiben, aber das sehen Sie dann nicht mehr. Ja. Jetzt ist nochmal kurz Zeit für einen tatsächlichen Werbeblock oder einfach einen Interesseblock. Nächste Sendung kommt im ZDF-Hauptprogramm, wie es heißt. Erstens würde ich gern wissen, um was es geht, was es für eine Sendung sein wird. Und auch sehr interessiert mich, ob das nicht genau auf dem Sendeplatz ist, wo eigentlich das Literarische Quartett läuft und ob das ZDF das jetzt um 2 Uhr oder 3:30 senden möchte. Also stattdessen Böhmermann. Ich habe 2 Aufträge bekommen von meinem Heimatsender ZDF, mit dem ich schon seit über 10 Jahren jetzt in guter, nicht immer konfliktfreier, aber fruchtbarer Partnerschaft mich befinde. 2 Aufträge. Erster Auftrag ist, wir brauchen eine neue, starke, rechte Stimme in den Medien. Und ich habe gesagt, Gerhard Löwenthal, gibt es nicht mehr so einen Typen, so einen strammen Antikommunismus pointiert in Frontalunterricht in eine Sendung zu drücken? Das ist der Anspruch. Deswegen ZDF Magazin als Basis, also die alte Gerhard Löwenthal Sendung. Und dann royal hinten dran, dass es mit dem Augenzwinkern geschieht. Das ist der erste Auftrag, den ich erfülle. Und der zweite Auftrag war, du bekommst den Sendeplatz nur, wenn du dem klassischen Kulturbetrieb zeigst, dass du es nicht böse meinst. Und da habe ich dann halt den Bestseller für geschrieben, jetzt auf Platz 1 der Bestsellerliste. Um zumindest sagen zu können... Ach so, Sie verdrängen das Literarische Quartett, aber Sie selbst, Sie schreiben die Bücher einfach selber. nein, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das Literarische Quartett verdränge tatsächlich, sondern ich begreife die Sendung eher als Warm-up. Wir sind eine Spagatsendung zwischen der Heute-Show, klassischer Comedy und einem Anspruch, der darüber hinausgeht, aber dem natürlich auch nicht gerecht wird, den Sie dann einlösen. Aber der ganze Abend am Freitag beim ZDF steht aber unter dem Motto Unterhaltung ist, wenn es spannend ist. Und das gilt ja frei nach Marcel Reich-Ranitzky auch für Ihre Sendung. Es muss die Mischung aus dem pädagogischen Gedanken und der Unterhaltsamkeit immer herrschen. Ansonsten wird das nichts. 3 Sendungen, die das am Freitagabend im ZDF in unterschiedlichen Facetten, die nicht spielen werden. Betrachten Sie mich als Warm-up. Ich trommel, ich sage wirklich, vielleicht können wir auch so auf so einer Infraschallfrequenz immer literarisches Quartett, literarisches machen Quartett. Ich selbst bin ja nicht mehr dabei, aber die Kolleginnen werden es als. Naja, aber Sie können doch gönnen. Total. Ja, nur weil Sie mich immer noch so als Teil ansprechen. Viel Glück jedenfalls. Kommen Sie denn noch nie mehr wieder? Oder? Wir kommen nicht mehr wieder. Nee, also sind Sie wirklich jetzt ganz raus? Ich bin super raus, ja. Ich bin doch jetzt hier. Ich kann nicht überall sein. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Buch. Vielen Dank für die Twittern Einladung. Und viel Glück für die Sendung, Jan Böhmermann. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag beim Spitzentitel mit Wladimir Kaminer und Sora Del Buono. Bis dahin. Machen Sie es gut. Wir 2 gehen jetzt gleich noch diese Bücher aus meiner Bibliothek herausreißen. Ja, und machen Sie es gut. Bis Donnerstag und Kopf hoch. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon große Angst, von was ich mich jetzt gleich trennen werde. Aber also, Sie dürfen einfach spontan natürlich zugreifen. Das ist Hitler, Goebbels, Heinrich Böll. Ja, Hitler, Goebbels kenne ich eigentlich gigantische alles. Gigantische Ernst, Jünger. Ist für mich wahnsinnig unübersichtlich. Ich ordne meine Bücherregale immer nach Farbe, damit es Instagrammable ist. Oskar A.H. Schmidt, so ein alter Haschisch. Ja, Drogen, ich weiß nicht, eher nicht. Der ganze Schiller in einem Band.
bisschen Schiller, abgegriffen. Schiller ist wie Hegel und Goethe, ist auserzählt. Lange nichts Neues mehr rausgebracht. Auserzählt ist ein richtiges Kackwort, aber gut. Das ist quasi das literarische Cancel Culture, ist auserzählt. Gut, Jünger. Hier ist geben Sie mir was. Ich will einmal ganz kurz die Hitler- und Goebbels-Ecke mal anschauen, weil ja. Da bin ich. Ich habe kürzlich ein tolles Buch gelesen über den Berghof, Obersalzberg-Kreis, über die inneren Machtstruktur rund um Hitler und wie die Leute ihn getragen haben, trotz seiner schwierigen Persönlichkeit und wie die davon profitiert haben. Aber so einen dicken Ernst Jünger. Gut, um Himmels Willen, ja. Die kommentierten Stahlgewitter, er ist verrückt geworden. Jetzt nehmen Sie aber gleich Band 1 und 2, Sie haben doch 2 gewonnen. Achso, den Hermann Banglisch nehmen. Also ich würde sagen, Ernst Jünger und Oskar A.H. Schmitz, Haschisch. Claudia Kleinert im ARD-Wetter hat mal bei einer Preisverleihung gesagt, von der Kindernothilfe, die Kindernothilfe würde die breite Range aus Mut und Hoffnung abdecken. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich hier drüber sagen würde. Die breite Range aus Mut und Hoffnung. Haschisch und in Stahlgewittern. Viel Spaß.